Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Witcher 3. Wir machen weiter. Und als erstes werden wir natürlich endlich unsere neuen Klamotten und Sachen ausrüsten. Endlich ist es soweit. Zack. Ja. Und zack. Es passt sogar zusammen. Es passt sogar zusammen. Das ist schon mal was Nettes. Dann auf jeden Fall Igni wieder rein. Ganz klare Sache. Und ja, wir sind gut dabei jetzt. So, auf den Charakter gehen. Jetzt können wir da unten auch eins endlich einsetzen. Alter. Da willst du mir sagen, dass ich da nichts herstellen kann? Habe ich dafür kein Rezept oder wie? Das muss doch möglich sein, Leute. Oder warte mal, ist es. Alter. Oh, boah! Boah, Leute, was ist das, Alter? Alter! Auch nicht schlecht. Alter, das könnte ich mir sogar herstellen und benutzen. What the fuck? Alter, zieht euch das rein. Ist das krass oder was? Level 37. Ey, das könnte ich sogar benutzen. Das wäre auch scheißegal hier. Alter, Level 17. Was habe ich denn hier für krasse Schwerter am Start, Simon? Na komm hier, ey. Das große Ding, ach, das große habe ich das Rezept. Aber für die kleinen Dinger habe ich das nicht. Das ist natürlich doof. Okay. So, kurz den Charakter machen. Sind ja alles 50er, oder? Ach, Alternativmodus. Ja. So. Alchemie. Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Aber wie soll ich mal den Kampf noch mal krasser machen jetzt hier? Aber da haben wir auch schon drei Dinge. Okay. Okay, Leute. Ja, was soll man machen, ey?
Das ist auch so optisch natürlich jetzt nicht die allergeilste Rüstung, ja, muss man mal einfach so sagen, wie es ist. Aber die hat natürlich um weitem krassere Werte jetzt. Ach, was habe ich mit dem denn gemacht? Irgendein Effekt auf mein Schwert hat gewirkt. Der war einfach am Taumeln, die Sau. Habt ihr gesehen? Krass, Mann, ich habe so ein fettes Schwert am Start. Kein Brot, kein Geld. Ach, Hexer, die haben mein Leben. Was gabst du denn so? Verpiss dich, Arschloch. Ja, die machen schon ihren Job. Sieh dir den Mutanten an. Alter, was denn, hä? In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen ab. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar, ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht beschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Kopper kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text? Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxime. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt. Du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Scheiße, Leute, ich habe mir den Text gar nicht angesehen. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen!
Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bollière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Denn Monster zu töten, ja, das macht mir Spaß. Ich tue es daher ohne Sinn oder Maß. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft! Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein! Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir, und die Moral der Geschichte?
Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudo. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht. Aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu. Tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen.
Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Alles klar. Geil, Mann. Geralt! Geralt! Alles gut. Okay, das haben wir schon. Ja, ich habe mir vorher nicht den Text durchgelesen. Ich habe jetzt einfach das genommen, was mir am besten erschien. Gleich kompletten Klamotten. Hey! Gut, Sam. Diese armen Wichte gesehen, die aus Velen gefallen sind? Geiles Schauspiel. Hat Bock gemacht. Schwerter? Weise. Hier ist es nicht sicher. Wieder dieses Ziel im Rücken. Hauen wir ab. Fass mich nicht an. Ist jetzt die Frage, machen wir das jetzt weiter oder was? Ja, ich weiß nicht. Ich werde mir das überlegen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Denn hier ist jetzt erstmal Schluss. Ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das Stück fandet. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da gerne. Und haut rein. Tschüss.